herzlich willkommen wieder bei Nerd von Medizin. Hi. Heute geht es um unser und vor allem euer Lieblingsthema, das Angioödem. Wow! Yay! Nachdem wir versprochen hatten, wir machen ein Video, wenn es genug Bitten darum gibt, machen wir jetzt ein Video zum Thema Angioödem. Bevor ich lang rede, Philipp, was ist ein Angioödem? Was gibt es da eigentlich für? Ich freue mich unendlich, dass ich über das Angioödem sprechen darf. Es ist ein tolles Thema und ich danke euch dafür, dass ihr es ausgewählt habt. Ja. Also Angioödem, was ist denn das eigentlich? Das ist eigentlich eine Schleimhautschwellung. Mhm. Verdammt nochmal, machen wir es nicht so schwer, okay? Eine Schleimhautschwellung. Und zwar, da gibt es eigentlich immer zwei Wege, die man beschreiben kann. Das ist einmal mastzellvermittelt, hat ganz viel mit Histaminfreisetzung zu tun. Darüber hat der Martin schon gesprochen. Das subsumiert man nämlich unter der Anaphylaxie. Mhm. Und heute soll es so ein bisschen um die Angioödeme gehen, die Bradykinin vermittelt sind. Und da gibt es drei Formen. Da gibt es einmal das hereditäre Angioödem. Das sind grob erklärt Patienten, die aus irgendeinem Grund keinen C1-Esterase-Inhibitor produzieren können oder der ist nicht so richtig aktiv. Jedenfalls fehlt der dem Patienten. Das andere, das sind die ACE-Hämmer vermittelten Angioödeme. Damit werdet ihr wahrscheinlich im Rettungsdienst in Notaufnahmen sehr viel zu tun haben. Und dann gibt es noch die idiopathischen Angioödeme. Und das sind eigentlich... Das sind die Besten. Ja, das sind die Besten. Die entstehen nämlich einfach so. Man weiß nicht, warum. Ist so. Und die gehen dann auch wieder weg. So ist es. Philipp, okay, das ist schon recht abgefahren, C1, Esterase und so. Mhm. Aber wie schauen die Patienten doch eigentlich aus? Was ist denn jetzt, wann stelle ich denn diese Diagnose überhaupt? Alright. Also generell kann man sagen, die Patienten haben irgendwo eine Schleimhautschwellung. Mhm. Und ganz wichtig, seltenst ein Juckreiz. Also eigentlich sagt man Schleimhautschwellung und Juckreiz zusammen, das ist kein Angioödem, dann ist es eher eine Anaphylaxie. Mhm. Sprich, irgendeine Schleimhaut ist geschwollen und wo sehen wir es am meisten? Im Bereich des Mundrachenraumes. Und das ist auch das Gefährlichste tatsächlich, weil es zu Atemwegsverlegungen kommen kann. Fernab kann es auch Schleimhautschwellungen im Bereich des Darmtraktes geben, da hat man halt Durchfall. Aber mhm. das interessiert uns heute nicht so sehr. Es geht um die Atemwegsverlegung, um die Mundschleimhäute, um die Lippenschwellung. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich finde, wenn man solche sieht, die schauen schon manchmal ganz beeindruckend aus. Also richtig so ja. Michelin-Männchen-mäßig. So. Und die, wenn man dann einmal die Zunge sieht, wir werden euch dann noch ein paar Bilder verlinken, da kriegt man schon Angst vor dem Atemweg. Der Atemwegssicherung, was kann man denn so therapeutisch machen? Wahrscheinlich genau. Gar nicht so viel, oder? Tatsächlich, genau. Und deswegen habe ich aber das kurz so ein bisschen unterschieden. Und, ist einmal das hereditäre Angioödem. Also das Angeborene. Das Angeborene, mhm. genau. Da muss man sagen, die Patienten wissen das häufig. Das trifft nämlich schon meist in frühen Kindsjahren auf. Und die haben das Mittel, was sie brauchen, nämlich den C1-Esterase-Inhibitor, meistens schon zu Hause liegen. Das Mittel heißt in Deutschland meistens Berinert. Wir wollen keine Pharmawerbung machen, aber das ist das weit verbreiteste Mittel. Und da gibt man normalerweise im akuten Anfall 20 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht beim Erwachsenen. Das haben die meistens zu Hause liegen. Das werden wir also im Rettungsdienst entweder geben, weil die Patienten uns sagen, das brauche ich jetzt. Mhm. Ansonsten haben wir es natürlich nicht auf dem Wagen. Ein bisschen kompliziert zum Aufziehen, aber da ist eine schöne Anleitung normalerweise auf der Packung direkt drauf. Das sollte man hinkriegen. Will ich auch gar nicht so lange drüber reden. Das andere ist das Icatiband. Das ist momentan so ganz, ganz groß, auch groß gemacht worden durch die Pharmaindustrie. Das Icatiband ist ein Medikament, das ist ein Bradykinin-Rezeptor-Inhibitor. Das heißt, das soll am Bradykinin-Rezeptor direkt wirken. Da würde man 30 Milligramm immer subkutan geben. Mhm. Super, man kann Zugang, Problem erledigt, oder? Ideale Sache. Das ist beim hereditären Angioödem tatsächlich auch indiziert und so auch zugelassen. Beim ACE-Hämmer vermittelten Angioödem, da habe ich ja schon gesagt, das ist ja das, was wir im Rettungsdienst ja ganz, ganz häufig haben. Da kann man oder wenn wir es haben, dann am ehesten so eins. Ne? Häufig haben wir es wahrscheinlich. Ja, aber genau, also ich würde sagen, das wären die häufigsten, die ich gesehen habe. Mhm. Da ist Icatiband mal eine Zeit lang diskutiert worden, ist mittlerweile studienmäßig aber gar nicht mehr so klar und es gibt als Rescue-Strategie, damit ihr es mal gehört habt, kann man auch 4 FFPs geben, also Plasma, Fresh Frozen Plasma Konzentrate, da drin ist auch ein Bradykinin-Antagonist. Auch das ist ein Off-Label-Use und sicherlich nur eine Rescue-Strategie und die idiopathischen Angioödeme, da kann man das alles probieren. Viel, viel wichtiger ist,
Martin, das ist das, worum es mir geht. Das kann man natürlich mal mit der Anaphylaxie auch verwechseln. Also wenn ihr merkt, der Patient schwillt obenrum zu, das Ganze macht euch wirklich Sorgen, dass da die Atemwegssicherung im Vordergrund steht, dann behandelt es parallel auch wie eine Anaphylaxie. Gerade wenn Einfach es bedrohlich ist, ne? eben einfach, weil es erstens parallel auch auftreten kann und weil es auch oft nicht so sehr gut unterschieden werden kann und weil ein bisschen Suprainhalation auch sicherlich nicht schlecht für die Schleimhäute ist. Und die Supragabe IM auch keinen Patienten umbringt, wie du ja schon mal gesagt hast. Ja, genau. So, aber jetzt das, worum es mir wirklich geht. Jetzt kommt ein Patient zu euch und ihr sagt, verdammt, der kann kaum noch schlucken, der hat schon einen massiven Stridor, der wird langsam mit der Sättigung schlecht, nur noch mit Sauerstoffgabe kann der sich irgendwie über Wasser halten. Dann habt ihr eine High-Risk-Situation, habt einen Patienten mit einem potenziell schwierigsten Atemweg, das heißt, ihr holt euch alles, was Rang und Namen hat in der Atemwegssicherung und gerade verfügbar ist, herbei. Im Rettungsdienst bereitet ihr auf jeden Fall das Videolaryngoskop vor. Ihr legt auch das Koniotomie-Set bereit und dann sichert ihr den Atemweg, aber wisst, dass ihr euch auf was Gefährliches einlässt. Und bei solchen Patienten würde ich auch gar nicht erst mit dem Larynx-Tubus oder einer Igelmaske als Second Line oder Plan B irgendwie rechnen, denn die Patienten, die werden in der Stimmritze auch komplett zugeschwollen sein, da wird man damit nichts erreichen. Entweder ihr könnt die intubieren oder man muss tatsächlich auch mal schneiden. Im chirurgischen Atemweg, ja. Und ich denke, da ist das Wichtigste, dass einfach alle, die da im Team unterwegs sind, sich damit beschäftigen, dass das notwendig sein könnte. Und nicht erst in dem Fall, wo man zum dritten Mal mit dem Laryngoskop reinschaut und zum dritten Mal nichts sieht, dann mal drüber nachdenken, sondern da gehört ein Set oder der Gedanke ans Team und die Instrumentarien können da rausgelegt und neben dem Patienten, Genau. weil das kann furchtbar schnell gehen und da darf man keine Zeit Das ist verlieren. genau das, was mir so wichtig ist, ist, dass man einfach erkennt, der Patient hat als größtes Risiko eben die Atemwegsverlegung und die kann man meistens trotzdem vorbereiten. In den seltensten Fällen sterben Patienten aufgrund der Atemwegsverlegung. Das tritt dann doch nicht so selten, doch nicht so häufig in so einer massiven Form auf, zum Glück. Aber wenn es auftritt, dann ist es massiv und dann muss man dieses Problem auch erkennen und dementsprechend vorbereiten. Und was sicherlich wichtig ist, ist, dass man nicht einfach sagt, jetzt gucken wir mal rein, sondern man hat alles an Backup, was möglich ist. Richtig. Ach Philipp, das war doch ein Genau, also spannendes Ding. zusammengefasst, Angioödem, Risiko, Atemweg, gut vorbereiten und ihr seid safe. Die ganzen anderen Spezialmedikamente, eher was für die Klinik, hat man im Rettungsdienst sowieso nicht. Und Und auch für die Klinik muss man sagen, auch das haben nicht alle Kliniken immer verfügbar. Und die Datenlage ist sehr, sehr, sehr knapp. sehr kritisch und ich habe euch übrigens alle Sachen dazu, interessante Sachen auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Lest es euch durch. Und mein Lieblingsspruch kann man jetzt, glaube ich, bringen: Ich glaube. teilen und liken. Und wenn ihr noch so ein cooles Thema habt, womit ihr mir eine Riesenfreude Ja. machen könnt, weil ich die Themen selber schwierig finde, dann postet sie und wir bearbeiten sie. Wie wär's mit Schwindel? Alles klar. Nein. Tschüss. Tschüss.